Kannst du mir nicht helfen? Klar helfe ich dir, Uli. Und wo ist mein Geschenk? Roland, noch ein Tipp. Sammelt bitte nicht die Totenköpfe ein. Das wäre fatal. Bleib da. Und jetzt mit der 6. Nein, 4. 4. Bleib da. Und jetzt mit der 4 ausleeren. Schnell rüber, rüber. Ausleeren. Ausleeren. 4. Genau, zurück mit der 4. Nein, 6, 6, 6, 6. Bleib stehen. Und geh rüber, 6. Und ausleeren. Genau, super. 4, 4, 4. Schnell. Ah, verpasst. Dann bleibt er stehen. Genau. Und nimm das gleich noch mit. Und mit der 4 rüber mit dir. Nein, dann nehmen wir die 6. Nimm die 6. 6 ausleeren. Mit der 6 ausleeren. Genau. Und wieder Geschenke sammeln. Das macht Spaß, was? Achte auf die Kerze. Was denn für eine Kerze? Und jetzt die 4 ausleeren. Und mit der 4. 4. Nein, 6. Mit der 6 ausleeren. Schnell. Jetzt die 6. Ausleeren. Vielen Dank, Hugo. Und ich dachte schon, Weihnachten fällt aus dieses Jahr. Frohes Fest, mein kleiner Freund. Doch eine Schanze. Na, schauen wir mal. Ja, wir schaffen es schon, Katrin. Ja, genau, so ist richtig. 6. Ein bisschen früher drücken. Und die 4. Die 4. Okay, wir schaffen es. Und die 6. Schade. Oh, das war knapp. Und die 4, die 4, die 4, die 4, die 4, Katrin. Noch ein bisschen früher drücken. Und die 4. Und die 6. Höher müssen wir. Jawohl, die ersten 50 Punkte, sehr gut. Siehst du, klappt ja doch. Die Katrin, ja, du, die Katrin ist Krankenschwester, die kann dich dann verarzten. Ja. Und die 4, die 4. Achtung. Und die 6. Oh, das war knapp, Katrin. Katrin. Aber du bist bei ihren guten Händen, glaube ich. Sie ist ja krank. Noch schon. 4. Ich habe keinen Fallschirm dabei. Ja, aber sie ist Krankenschwester. Sie kann ja verarzten. Ein paar blaue Schrammen machen ja nichts, ne? Wir brauchen noch Punkte, Katrin. Siehst du? Ja, doch, die machst du schon ganz gut. Also 100 Punkte hast du, es reicht noch nicht ganz aus, liebe Katrin. Streng dich noch an. 6. Jawohl. Achtung. Oh, boah. Sehr gut, elegant. Und die 4. Ja, sie macht das ganz gut. Spannend bei dir. So, Katrin, das gleiche Spiel von vorne. Dicht an die Lücken ranfahren. Achtung mit der 4. Und die 4. Ah, nee, ich habe dir zu früh das Kommando gegeben. Oh, es tut mir leid. Entschuldige, Katrin. Macht nichts. Ja, aller Anfang ist schwer. Aber wenn du jetzt keinen faulen Sack hast, dann kriegst du auf jeden Fall die 50 Punkte zusammen. Und die 6. Sehr gut. Achtung, Katrin, jetzt nicht drücken, denn jetzt kommen links und rechts Lücken. Einfach nur durchfahren. Nicht drücken, es kommen links und rechts Lücken. Das habe ich doch gerade gesagt, Mensch. Poetisch, poetisch. Schlapper mir doch nicht immer alles nach. Ich kann halt nicht so gut dichten wie du. Ja, siehst du? Katrin, und jetzt gucken wir mal. Kriegen wir noch 2. Da. Und die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. 6. 6. Schade. Zu aber spielen. Du bist am Ziel, liebe Katrin. Super. Wunderbar. Oh, und ich bin so aufgeregt. Wow, ja. Echt irre cool, man. Die Auszündung an und ab die Post. Zum Starten drücken wir die 0. Christoph. Genau. Yippie. Und wir sammeln die blauen Ballons ein. Das sind unsere Punkte. Die 4. Genau. 6. Bleibt bei der 6, genau. Jetzt die 4. Macht er nicht schlecht bis jetzt. Macht er sehr gut. 6, 6, 6. 4. Und wenn du mal Luft hast, dann drück mal die 0. Vielleicht jetzt mal die 0. Ah, es sieht gut aus, Christoph. 4, genau. Bleib auf der 4, bleib auf der 4. Ah! Oh-oh. Ich wollte mir keine...
Sind wir etwa schon da? Und schon geht's weiter. Vielleicht gleich nochmal die Null drücken. Die Null. Sieht gut aus. Wir müssen uns leicht links halten. Also mit einem leichten Schwenker mit der 4. Jetzt die 4. Jetzt die 4. Also nur wenn's geht. Hey! Es ging nicht. Offensichtlich. Oh Gott, der arme Hugo. Aber er redet noch. Noch. Nochmal die 0, bitte. Christoph? Oh nein, wir müssen ganz, ganz viel mit der 4 machen. 4, 4, 4, so oft du kannst. So oft du kannst die 4. Bleib einfach dran, immer im Bogen. Jetzt fliegen wir praktisch den Riesenbogen da hinten. Immer auf der 4 bleiben. Ja, das sieht gut aus. Hey! Super Navigation. Könnte man nicht besser machen. Hinein! So, die blauen Pfeile weisen hier, wie gesagt, den Weg. Da müssen wir also hin. Ich würde mich, glaube ich, immer links halten. Jetzt drücken wir die 8. Sehr gut, Marco. Und wieder die 8. Wenn es nicht um die Punkte gehen würde, würde ich sagen, lass doch den Hugo ruhig mal da ranklatschen. Oh, oh, jetzt mal das war ein hier. Fehler. Und wieder die 4. Du hast einen Fehler gemacht. Und die 8. Manchmal redet der Gnome, aber der ist so klein, den höre ich eigentlich gar nicht. Das hatten wir gesagt gerade. Und wir biegen wieder ab. Marco, du musst mich befreien. Die 4. Und die 8. Die 4. Und wieder abbiegen? Ja, klasse! Geschafft! Miene gut, alles gut. Kannst du mir nicht helfen? Klar helfe ich dir, Uli. Und wo ist mein Geschenk? So, Anna-Maria, mindestens ein Geschenk musst du haben, ja, um hier abzuzocken. Ja, genau, das ist gut. Und ausleeren. 4, plötzlich 4. Sehr schön. Ui, da das Quietsche-Entchen, wie für die Badewanne. Das will ich auch mitnehmen. 2, Sechs. Der zweite Waggon. Genau, und schön ausleeren. Immer schön ausleeren, genau. Mitte. So, und die 6, ausleeren. Genau, und schon die 4, und die 4, die 4, die 4, die 4, die 4, die 4. Die 4, schnell, bevor das Spiel 4. Ja. Na, Hugo, geht's dir gut? Ja. Hohoho, vielen Dank, Hugo. Und ich dachte schon, Weihnachten fällt aus dieses Jahr. Frohes Fest, mein kleiner Freund. Hey, 7 geschafft. So. Drück mal die 4. Jetzt die 6, schnell rüber. 6, genau. Und jetzt die 4, schnell. Und jetzt 6. 6, 6, 6, 6, 6. Oh, das war zu knapp. Und da hinten biegen wir, glaube ich, ab. Da ist ein Pfeil. In die Mitte. 4 und 6. 4, 4, 4, 4. Genau. Jetzt 6. Gut. Pass auf, geh jetzt in die Mitte mit der 8 und geh hoch. Auch nicht schlimm. Wir brauchen eh Sauerstoff. Ja, ja, so leicht sitzt man wieder Pressluft. Aus dem Trockenen. Wir biegen schon wieder ab mit der 6. Rüber mit dir, mit der 4. Und jetzt 6.
Genau. 4, 6, 6, 6. Oh, jetzt 6, genau. Oh oh. Du bist ja richtig gut. Noch. Super! Wir können bald nichts weitermachen. Ich hol mir schnell nur trockene Sachen. Richtigen Zug nehmen. So, rechts siehst du immer so einen Plan, wo du hinfahren musst. 4, drück die 4. Genau, und gleich die 6. Na, was hast du jetzt gedrückt? Du hast nochmal die 4 gedrückt, das war falsch. So sieht also eine verkehrsberuhigte Zone aus. Und die 6. Und die 6. 6. Und gleich die 4. Gleich die 4. Gleich die 4. Genau. Und die 6. Und gleich die 4. Dann bist du am Ziel. Hey, du bist da. Mensch, klasse. Endlich jemand ans Ziel gekommen. Super. Du kannst dir gratulieren. Richtig zügig durchgezogen. Schnell, Jude, ne? Hat's geschneit, ja. Wird auch gerodelt. Der Berg ist friedlich, wenn er ruft. Gefährlich wird es, wenn er groovt. Naja, ich sage Flitz dazu. Also, da die 50 Punkte, kannst du gleich mitnehmen. Sehr schön. Oh, die 4, die 4. Bleib da. Bleib da. Du musst über die Rampe springen. Hops. Sehr schön. Wir fahren mal links rum, genau. Lass ruhig. Das ist gut. Jens, ich würde mal sagen, du drückst dann mal auf die 0. Nur, um zu sehen, wo wir sind. Drück mal die 0. Der bleibt automatisch stehen. Drück mal die 0. 0. 0. Was drückst du denn die ganze Zeit? 0 ist so ein runder Kreis, weißt du? Ach was. Ja, du weißt es natürlich nicht. Lieber Jens, höre auf mich und drücke einmal die 0. Bitte. Die sind ganz schön klug, die Asiaten. Gell? Nicht umsonst haben wir so eine hohe Kultur. Eine alte, meine ich. Los, schieß ihn ab. Die 5. Hey, boah, das war knapp daneben. Du schaffst es. Du Ey, das gibt's doch nicht hier. Knapp daneben. Aber im Zielen war der Hugo ja nie gut. Ja, immer weiter drücken. Mensch. Oh, nee. Komisch, irgendwie schafft das halt keiner. Ich hab auch zu viel getrunken, Herr Schneemann. Okay, jetzt schnell weiter, weil die Lawine rollt auf uns zu. Versuch noch ein paar Preise einzusammeln. Ein paar Punkte, meine ich. Der drückt aber lustig. Hübsche Melodie. Ja, das magst du wieder. Genau. Wir schaffen es noch. Oh, der vorne sagt, das ist nicht gut. Okay, er fährt jetzt hoffentlich richtig. Hugo, diddle, diddle, dö. Mein Gott, Hugo, jetzt gib doch nicht immer so an. Wieso, ist doch niedlich? Ja, stimmt eigentlich. Nein. Boah! Jens! In diesem Felsen schroff und kahl wohnt die Hexe. Schauen wir mal. Hey! Du.
wo man leicht vor Bäume knallt. Acht! Jawohl, zwei drücken! Aha. Ja, ja, schon wieder so ein Billigflug. Also, einen Billigflug hatten wir jetzt, den brauchen wir nicht nochmal. Nur nicht hängen lassen, sag ich immer. Okay. Das kriegen wir schon hin, warte. Und acht. Ja. Und die zwei. Spitze, nochmal zwei. Ja. Und zwei. Ja. Das war jetzt spannend. Zwei. Hoch. Meine Güte, Hilfe. Ich glaube, acht drücken, das war der goldene Sack. Auch du hast sehr gute Chancen. Eigentlich ist es schon gegessen. Du kannst schon jetzt 1000 Fehler machen. Wir haben es eh schon geschafft. Aber zwei. Je mehr Punkte, desto besser. Zwei. Jawohl. Acht. Du springst gerne, hä? Und wir haben es sogar bis zum Schluss geschafft. Also dir kann gar nichts mehr passieren. Na, das war doch easy, oder? Leicht vor Bäume knallt. Also Moni, zwei. Spitze. Zwei. Sehr gut. Acht. Oh. Nix hier, Vögel, Hugo. Vögelchen. Auch nicht schlecht. Okay. Zwei. Nein, Monika. Du musst etwas fixer drücken. Oh, verdammt. Das sieht ja total uncool aus. Okay. Keine Bahn. Zwei. Ja, prima. Und acht. Das war so richtig gleichzeitig. Das hat nicht mehr hingehauen. Aber das ist halt alles. Ein Weitläufer bist du ja nicht gerade. Alles halt. Unbedingt snowboarden. Und ich stehe jetzt da mit all den Geschenken. Kannst du mir nicht helfen? Klar helfe ich dir, Uli. Und wo ist mein Geschenk? Und schon geht's los. Du siehst an der Seite eine Kerze. Das ist deine Zeit. Wenn die abgelaufen ist, drück die 4. 4. Und jetzt die 6. Nein, 4. 4. 4. Bleib da stehen. Rüber mit der 4. Mit der. Okay. Jetzt mit der 6 ausladen. Bleib da. Warte, warte, warte. Und leer jetzt aus. Und jetzt bleib stehen. Und geh rüber mit der 4, schnell! Nochmal! Oh, verpasst, die 6. Und ausladen mit der 4, schnell rüber, Andreas! Oh, Moment! Up. Und bleib stehen! Nein, bleib da stehen! Ausladen, 6. Jetzt schnell, oh, mit der 4! Ausladen! Genau. 6. Das war's. Oh, die Kerze ist abgebrannt. Na, leider. Hohoho, vielen Dank, Hugo. Und ich dachte schon, Weihnachten fällt aus dieses Jahr. Frohes Fest, mein kleiner Freund. Hey! Jetzt unternehme ich was. Jetzt guck halt einfach nicht hin. Das. Ich tue jetzt was gegen den Wildverbiss. Sag mal, spinnst du? Hörst du auf, ey? Hey, wenn du mich triffst, ja? Ich triff dich nicht. Duck dich halt ein bisschen. Komm, duck komm, dich. Komm, nein. Duck dich. Nein, hör auf. Spinnst du? Jetzt habe ich schon. Wildverbiss ist schädlich für die Bäume. Verrückt. Zack. Bums. Hugo! Ja, und Hunger habe ich außerdem. Hugo, hör jetzt sofort auf. Hirschgulasch. Gib mir sofort das Gewehr. Viel Gulasch. Spinnst doch. Ah, jetzt ist genug. Den Rest lassen wir leben. Es reicht. Haha, man dann trotzdem gern. Also, zwei Posten vorher, 4. Jawohl, musst du drücken. Oh nee, 5. Yippie. Das war leider der faule Sack. Jetzt müssen wir noch mehr Säcke. 4.
Okay. 4. So, und ab jetzt zählen die Punkte. 5. Yippie. Mach keinen Fehler mehr, ich bitte dich. Ich versuch's. 5. Yippie. Micha, das schaffen wir. 4. Wir schaffen es, glaub mir. Ich bin da ganz... 4. Mein linker Zeh sagt mir, dass du das schaffst. 5. Gut. 4. 3. 3. Siehst du, Paolo, so wär's gegangen, Mensch. Kurzer Griff in die Trickkiste. Aber nein. Henkel trocken ist auch gut. Aber schade. Na gut, Michaela. Ja? 4. Du machst es wirklich 4. Einmalig. 5. Yippie. Wahnsinn. Ich bin ja richtig begeistert hier. 5. Yippie. Schau dir das mal an. 4. Micha. Ela. 4. Ja, das war jetzt mein 4. Kosename. Kosename für Sie. 4. Ja, schau, 3. Sag mal, siehst du das? Oh, bitte. Ich krieg ja voll irgendwie. Na, was denn? Die positive Krise, also wirklich Wahnsinn. Ja, ich glaube es nicht. Du bist ein echter Gipfelstürmer. Bitte. Zündung an und ab. Bis später, tschüss. Karin, such dir eine Mannschaft aus. Los. Karin, such dir einen aus von den schönen Männern hier. Howdy, Partner. Ich bin's, Joe Kicket, der Farmer. Ich kick euch den Ball much better als mein Gaul. Okay. Ich hab zwar Dreck am Hut, sonst bin ich aber very good. Komm, Oliver, wir nehmen die 3. Der sieht schon böse aus, der gewinnt immer. Lass dich umarmen und küssen, Brüderchen. Hast gute Wahl getroffen mit große Igor. Schieß ins Tor. So, jetzt kommt's noch drauf an, wer anfangen willkommen hier im Hugo-Stadion. Und wer fängt an? Kölle, Alaf! Und Kölle, fängt an! Wie echte Kosaken. Los, Oliver, das machen wir jetzt klar. Komm, wir machen ein Tor. Rüber. Wir. Gut. Also, jetzt sind die... Rüber. Ja, weiter. Ach, Oliver. Ach, Gott. Jeha, auf geht's, Cowboy. Lass uns die Pferde satteln. Quickly. Karin, los geht's. Du musst aber aufpassen, Oliver, ne? Du kannst vor dem Tor noch abwehren. Hey. Gut. Pass auf jetzt, Oliver. Super, Karin. Wir, Oliver, wir. Pass auf, jetzt kommt's drauf an. Jetzt haben wir die erste Torchance und wir werden das Tor natürlich schießen. Oliver hätte schon abwehren können. Partner, bist du auch relaxed? Der Oliver kann abwehren. Zeig uns, was du drauf hast. Aber abwehren. Es kommt jetzt auf dich an. Such dir was aus. Oliver, drück. Los. Und... Hi-Check, Oliver! Mann! Yippie-hi-ho! Sieh genau hin! Wir werden gewinnen! Go, yes. go, go! Wir werden gewinnen! Sehe ich ja noch gar nicht so! Los, Oliver, jetzt aber! Ball bei Hörner! Nein, was? Oh, Oliver! Mach mich nicht wahnsinnig! Oh, Oliver! Oh, wei. Gott! Du sollst ein Tor schießen! Yeeha! Auf geht's, Cowboy! Lass uns die Pferde satteln! Quickly! Yippie! Karin! Ein zweites Tor! Bleib da. Olli, vier! Sehr gut, super, Karin. Hätte noch abwehren können. Die zweite Chance. Ready, steady, und du go, weißt, Partner. Auch dieses Tor wird ein uns, was du drauf hast. Volltreffer sein. Sieht dir was aus? Oliver, abwehren, drück! Und? Ja! Nein, Olli! Karin! Yippie-hi-ho! Sieh genau hin! Wir werden gewinnen! Go! Olli, guck mal, wie der rumfliegt. Guck erst mal an. Ich glaub's ja gar nicht. Gott. Es steht 2-0. Lass Ball tanzen, Kasatschok.
Und die Zeit läuft bald ab. Rüber, Oliver, rüber! Oliver? Mach schnell, mach aber noch Tor! Ach, rüber, nimm! Jetzt, rüber! Oh, nein, sag doch rüber! Guck mal, der sieht wieder aus wie der Bundeskanzler da im Glas. Yeeha! Auf geht's, Cowboy! Lass uns die Pferde satteln, quickly! Ich glaube, jetzt ist die Zeit gleich vorbei. Nee, oh, das darf doch nicht. Ja! Genau. Oh, nee, Oliver! Time out, Partner. Go home now. Jetzt heißt es wieder den Acker pflügen. Mensch, Olli! Da. Weg merken. Wird's ja auch ohne Karussell schwindelig. Ah, ich hab sie noch. Hugo, nicht ablenken. Ja, ich weiß doch, wo sie ist. Jetzt weiß ich. Da. Hugo. Wo ist sie denn jetzt? Ich glaube, da ist sie. Ich weiß es. Und weißt du es auch? Warte. Ja! Ich bin super stolz. Das ist der Lageplan. Da, wo die Totenköpfe sind, wollen wir natürlich nicht. Ich hab ein paar Süßigkeiten im Mund. Und schon geht's los. Ich wusste, dass du naschst, Hugo. Die vier. Rüber. Okay, bleib auf der Sechs. Tank. Ja! Bleib mal auf der 6, dass wir sehen können, wo wir abbiegen müssen. Das ist nämlich ein Lageplan. Aha, mal gucken. Okay, nächstes Mal müssen wir links abbiegen, das heißt mit der 4. Wieso? Ja. Die 4. Und darüber über die Schanze. Über die Schanze springen ist auch immer wichtig. Oh, der Stuntman. Jetzt die 6. Rüber, nicht in die Steine. Und jetzt die 4. Schnell. Ja, sehr gut. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Ziege. Achtung, die 5. Und die 5, Oliver. Die Ziege fliegt nach Bad Pyrmont. Jetzt fahren wir erstmal eine Weile. Gerade und dann an die Kiel. Jetzt müssen wir natürlich auch Ausschau halten nach Säcken, nach unseren Punkten. Ja, bleibt dann gleich die Tankbinde. Unbedingt. Oh, wird knapp. Aber auch geschafft. Logisch. Jetzt fahren wir nochmal. Links. 4, mit der 4 nach links, genau. Und wieder die 5. Die Ordnung ist weg. Und die 5. Blöde Messi. Hey, der Junge kennt das Spiel. Ja, der kennt sich auch aus. Ich merke das schon. Ganz Bad Pyrmont damit. Die ganzen Kurgäste alle. Die 6. Springen über die Schanze. Oliver, wir haben schon 200 Punkte, Mensch. Wow. Cool. Also mal eine gute Harley. Rüber. 4. Mach mal 4. Oder 6. Okay. Nein. Oh mein Gott. Auf gar keinen Fall in die Mitte. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir sind. Okay, wir brauchen jetzt nächste Mal die 6. Links, 6, 6, 6. Genau, nach links. Nach rechts. Ja, das ist rechts. Ja, ja. Okay. Oh, super Reaktion, Oliver. Aufgepasst, da, wo der Steinbruch ist. Bleib auf der 6. Und schnell rüber mit der 6. Wieder rüber mit der 6. Genau. Danke. Sehr gut. Gott. Mann, du bist echt cool. Wir bleiben auf jeden Fall auf der rechten Spur, sage ich jetzt mal. Nein, die 4. Die 4 auf der linken. Für die Schanze. Oh. Das ist jetzt spannend. Rüber und die 6. Ja, rüber. Aufgepasst. Und jetzt? Wir sind am Ziel. Du musst natürlich einfach nur so viele Äpfel einfangen, wie es nur geht. Und zwischendurch immer auslernen mit der 4, okay? Mhm. Manuel, viel Glück. Okay. Los, Marvin, jetzt machen wir das mal klar hier alles. Ups, rüber, nach links. Ja, da, nehmen wir. Genau. Klasse. Und die. Ups, ein rüber. 4, bleib stehen. 6. Zurück. Ach. Oh, schade. Ganze Fallobst hier. Aha. Manuel, immer hin und her. Achtung. Die 4. Und die 6. Ja, erstmal aus. Bleib stehen. Immer gerade knapp. Das zu ist so gemein. Oh. 4. Rüber, ein rüber. Ja, super. Auslernen. Na, was? Da bleibt er stehen. Nein, bleibt er stehen. Ach, bleib stehen. Manuel, bleibt er stehen. Nein. Gott. Bleib auf der 6, 6. Zurück. Ach. 4. Zurück. Sehr gut. Oh. Nochmal zurück, noch ein bisschen Zeit. Er macht doch mal den gelben Gürtel, der Manuel, ne? Ich hab auch einen Gürtel. Ups, der eine war vom Plastik stehen. Zurück. Ach, Manuel. Und die 4? Auslernen, ja. So, jetzt ist die Zeit gleich um. Versuch noch einmal. Hält mich aber in Trab. Ah, die Zeit ist um. Und wie viel haben wir? Wie viele Flaschen? Manuel hat, ich schätze 2. Ja, super. Manuel. Oh, ich hasse das mit den kalten Füßen. Drück die 2. Hoch.
Nochmal die zwei. Rechts. Oder so. Rechts. 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 Nochmal. Rechts. Und runter. Zurück mit der Acht zu mir. Runter. Da, nicht dahin. Zurück. Runter, runter, runter. Das Symbol ist am wichtigsten. Symbol. Die Säcke sind nicht zurück. So wichtig. Zurück mit der Sechs. Du musst zu diesem Symbol hier vorne. Die Acht. Runter. Und die Sechs. Rechts. Und die Acht. Runter. Und die Links. Vier. Vier, vier. Und jetzt bis Links. Zum Symbol. Nochmal die Vier. Und Symbol mehr. Merkt ihr das? Eine Ente. Ah, ja. Nein, da, da geht's runter. Oh Gott. Das war falsch. Weiter geht's schon. Das ist die Vier. Und die Vier. Hoch. Die Zwei. Okay. Ups. Wir sind auf der Suche nach Symbolen. Ja. Da ist schon wieder rechts, rechts, rechts. Das, das Symbol nehmen wir natürlich mit. Das Symbol. Ja, genau. Und merken. Eine Trommel. Nein. Nein, die Daro. Mensch. Jetzt bin ich aber bald böse. Deine letzte Chance. Wir drücken die 6. Nochmal die 6. Zack, zack, zack. Weiter da. Und die 2. Hoch. Hoch. Nochmal noch die 2. Vielleicht mal die 4. Links. Genau. Links. Und mit der 8 zu mir. Runter. Runter. Und rechts. Rechts ist gut. Ja, ja. Wir und nach Vorfahrt. Oben. Hoch. Nochmal hoch. Da, da ist ein Symbol. Und jetzt nach links. Rüber mit dir nach links. Ganz schnell. Okay. Symbol merken. Was ist das? Eine Triangel. Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Rüber, rüber, rüber. Immer nach rechts. Das ich nach rechts. Immer nach rechts. Mhm. Weiter, weiter, weiter. Ruhehausen. Noch weiter. Und, hopp. Und jetzt die 2. Und hopp. Jetzt musst du dich ganz schnell entscheiden. Das erste war. Gut. Ja. Das zweite. Richtig. Und das letzte war. Das dritte war. Super! Ja! Klasse! Goldminenspiel kennt ihr? Ihnen mit dir. Und gut aufpassen auf diese ganzen Dynamitstangen und so. Guck mal, das ist schon mal der Weg. Da oben müssen wir hin. Oh Gott, wo müssen wir denn da lang? Müssen wir erstmal so und dann da rum? Dann kommt da die Bimmelbahn. Oh, ist gar nicht so einfach. Alles klar, los geht's. Da unten siehst du die Schnur, ne? Genau, die Goldklumpen einsammeln. Rüber nach rechts. Rüber. Genau. Ich würde mal die 4 machen. Ups. Ja, mach die 4. Rüber, rüber. Oh. 6. Muss ich immer auf die 0 drücken. 6. Nee, ach, nicht geradeaus. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt muss man die 0 drücken. Jetzt weiß ich nicht. Ja gut, oh Gott. Hörst du doch nicht auf mich. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Jetzt habe ich mich verlaufen. Drück mal die 0. Ups. Jetzt müssen wir, warte mal. Links und dann gleich wieder links. 4. Stopp, da kommt diese blöde Bahn. Jetzt weiß ich nicht, ist die vorbei? Ja, ja. Jetzt müssen wir nach rechts. Rechts. Links. Ups. Hört das Gold noch mit? Rüber. Naja. Drück mal 0. Na, du wirst das schon wissen. Da! Oh! Geradeaus! 2! 6! Nein! Lass mich raus hier! Ich hatte doch gesagt 6! Julia! Rüber! Halbzeit! Gucken, Punkte! Oh, guck mal, das war aber knapp! Hohoho. Und jetzt muss ich mal springen! 5! Hops! 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 Nein! 5! 5! 5! 5!
5 drücken. Julia, 5! 5! Und 5! Hopp, na, Julia! Montag ist doch gar kein Waschtag. 5! 5! 5! Gleich haben wir es nochmal und... Die Punkte! Ja. Wahnsinn! Pass auf, jetzt geht's darum. 1, 2 oder 3, so verdoppeln, 2-mal, eben um 4-mal oder bleibt so. Drück 1, 2, 3. 2 und? Ja! Wow! Ja! Oh, ich hab gar nicht auf. 5.660 Punkte! Julia! Ja. Oh Gott! Und oh, Tania Maus! Um das! Glühwürmchen zu fangen, aber nur. Nur wenn es rechts. Mein Fuß, aua. Beine, nur wenn es rechts von dir ist, okay? Nur wenn es rechts von dir ist, okay? Jetzt habe ich gar nicht Spiel abgesagt, aber wir sind schon im Spiel. Schon. Mit dem Spiel, er hüpft schon und springt und da ist vier, ein Glühwürmchen. Nein, 6, 6, 6, 6. Achso, nee, 5 haben wir vergessen. Nein, 6, 6, 6, 6. Wieso 6? Darüber. Wir sind ja mitten im Spiel. 6, aber lange 6, nicht mehr 6, gespielt, 6. Ne? Kenn ich schon gar ganz, nicht mehr. Ganz auf Drucken, drücken. 6, 6, 6, 6. Jetzt, hol den. Und jetzt abgeben mit der 6. Und jetzt zurück mit der 4. 4, 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
rechte Seite, würde ich sagen. Sechs, ne? Mhm. Oh. Nach oben, Tendenz nach oben ist immer gut. Wegen des Wassers, ne? Und jetzt kommt sicher bald. Achtung! Und die vier. Und nach rechts. Und nach links. Und jetzt kommt sicher gleich die acht. Mach dich schon mal bereit. Nee, noch nicht. Okay. Dann gehen wir noch mal nach oben mit der zwei. Aber Andreas ist gut. Man könnte der ist super gut, echt. Der hat das ein Gespür. Achtung, die acht, die acht, die acht, die acht. Super. Das Monster haben wir geschafft. Die vier nach links. Dabsi, dabsi, dabsi. Und jetzt gehen wir nach oben mit der 2. Mhm. Mensch, Andreas, ich bin ja echt stolz, ja? Drück mal die 0. Aha, mit der 4 jetzt nach links. Siehst du, fast hätten wir einen Fehler gemacht. Hm, du wolltest ja 6, ne? Bleib da, bleib auf der 6. Auf der 6. Hey! Nein, komm, Gut sehe ich aus. Hm? Sollte Weihnachtsmann werden. Kann passieren. Kann voll passieren, vor allen Dingen dir. Guck mal, wie viele Punkte du schon hast. Nach oben, wir sind gleich am Ziel, Andreas. Yippie, hoch mit dir. Ganz toll. Und was hey! Hier ist der Duty-Free-Shop. Wir sind echt am Ziel. Wahnsinn. Hey. Toll, freie Waren gibt's hier. Andreas, danke. Gut. Ja. Acht, acht, acht. Ja, runter. Mhm. Gut, Nadine. Aus Hannover. Mhm. Runter, runter, runter. Runter, 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 runter. Und bleiben. Und ja, gut. Nein. Ach. Ach. Diese blöden Flatterfixe. Schöne Frisur habe ich, ne? Mhm. Ja, du lacher doch hier vorne. Rüber hoch, spring, spring, spring. Runter, runter, runter. Ja. Jetzt mit der 2. Müssen wir da mit, da müssen wir mit. Ups, juhu. Ups, da bin ich wieder. Mhm. Ich gehe mit Nadine durchs Moor. Runter! Oh, das Geräusch hast du gehört, ne? Runter! 2! Ups! Klasse, Nadine! Hm? Ein Geräusch haben wir schon. Runter, 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 runter! Hoch! Hoch! Ja! 100 Punkte! Hm? Hugo geht im Moor vor sich hin und sackt und sackt und sackt alles ein. Mhm. Auch wieder Geräusch, pass auf. Das war kein Bäuerchen. Nee, nee. Runter. Hoch. Juhu, mit Sack. Mhm. Zack, zack. Halli. Hopps. Klasse, Nadine. Den nehmen wir auch noch mit. Komm. Hups. Jetzt bloß in die Pfütze. Bin ich so lange so sauber geblieben. 2. Jupp. Jetzt musst du erst das Geräusch machen. Ne? Das erste und das zweite Geräusch. Das kommt jetzt. So. 4. Drück. Und das andere? 3. Hier? Ja, schön. Und die 6. Ich würde die 6 drücken. Drück die 6. Du hast aber leider schon die 4 gedrückt. Sehe ich gerade. 4. 4, 4, 4. Das war ein mieser Sack. 8. Drück die 8. Sehr schön. 100 Punkte. Plus 50 macht 150. Und die 4. Drück die 6. Sehr gut. 4. Sehr gut, machst du das. Und die 8. Vier. Und die 6. Und die 6. Den Holzweg kenne ich schon. Oh, oh.
Und ich sag noch, lass uns langsamer fahren, aber nein. Oh. Tina. Hugo hat eine Schlammallergie. So, Ines, wir strengen uns jetzt ganz doll an. Wir drücken die 8. Knapp, aber geschafft. Und wieder die 8. 8. Du musst schon öfter drücken, glaube ich. Sonst bleibst du alles nicht unten. Hugo-Fans. Ganz schön aufdringliche Bande. Spaß versteht hier auch keiner. Und schon geht's weiter mit der 2. Pep. Genau. Aufgepasst. Wieder die 8. Und jetzt die 2, um an die Windmühle zu springen. Genau. Das war eine Verschnaufpause. Und jetzt die 8. Jetzt 8 auf den Baum. Und jetzt die 2. Zu spät. Die 8, 8, 8. Sind wir etwa schon da? Ines. Wirklich schade. Sehr dumm gelaufen. Ich werde dir gleich helfen. Sie wird dir gleich helfen. Jetzt die 2. Und jetzt die 8. Und wieder die 2. Hoch, hoch, hoch. Genau. Und wieder die 2. Nochmal. Genau. Achte auf den Baum. Hast du das jetzt wieder nicht verstanden? 8. Und 2. Das war zu knapp. Was waren das eben? Und andere zahlen sogar für so ein Wurbart. Ein patenter Waldläufer bist du ja nicht gerade. Wald und wie Hugo es einfing. Hey, wer macht denn da das Licht aus? Schnell, sonst ist der ganze Zauber bald vorbei. So, sofort die 5 drücken. Drück sofort die 5. Jawohl, das erste haben wir schon. Knapp und vorbei ist auch nach links. 4. 4. 4. Drück die 4. 4. Fest, ganz fest. 4. Jawohl, und nochmal. 4. 4. Wo sind die doofen Glühwürmchen? 4. Nochmal 4. Gehen wir gleich ab. Und gleich rein. 4. Nochmal 4. Nicht weghüpfen. 4. 4. 4. Genau. So, und Übergabe. Jetzt geht's nach rechts. Die Taste, die 4 Taste loslassen. 6, 6, 6. Immer öfter drücken. Oft drücken. Nicht draufbleiben. Genau. Dann geht's schneller. Und nochmal. Und weiter. Eine hässliche Krähe im Hintergrund. So, jetzt. 5. Jawohl. Schnell 6. Schnell weiter. Ganz, ganz schnell weiter. Ganz oft die 6 drücken. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm, auf. Drück. Oh, hoffentlich schnell weiter. Okay, und das war's. Mal sehen, wie die Ernte ist. Ein Glühwürmchen. Wow, echt irre cool, man. Holt und wie Hugo es einfing. Hey, wer macht denn da das Licht aus? Schnell, 7 Leute vor ihm bei dir, das finde ich aber krass. Drück mal die 5. Die 5. 5. Knapp vorbei ist auch daneben. Du musst etwas schneller drücken. 6 drücken, 6, 6, 6, 6. Ganz schnell 6 drücken, Silke. Und deine 7 Leute müssen dich unbedingt anfeuern. 5. Jawohl, 6 drücken, 6, 6, 6, 6. Schnell. Schneller, 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 schneller. Bleib immer auf der 6. Und 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4 drücken. 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 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
Drück weiter. Ja, jetzt haben wir schon mal zwei Glühwürmchen. Und die vier drücken. So schnell du kannst. Drück. Schnell drücken, Silke. Nochmal. Vier. Die fünf. Nein, knapp vorbei ist auch daneben. Fünf drücken. Vier drücken. Knapp vorbei ist auch daneben. Silke. Vier drücken. Naja, vier drücken okay, brauchen wir nicht das mehr. War's. Mal sehen, wie die Ernte ist. Silke. Das macht gar nichts. Silke, zwei sind ja. Ein kleiner Sprung für Hugo. Aber ein großer Sprung für die Menschheit. Also, Christopher? Ja? Wir packen es. Ja? Ja? Jetzt zeig mir der Hexaner. Ja, aber wie? Im Frühtau zur Hexe geht sie voll lang. Jetzt werden die vier drücken. Wir. Kannst du auch den Sack damit nehmen? Ja, wir müssen Punkte machen, gell, Christopher? Ja. Passt schon. Na? Und die sechs dann? Sechs und zwei? Sechs? Ich hasse Rock'n'Roll. Christopher! Mensch! Ja, schade. Ja, ziemlich. Ja. Also, aber jetzt. Du siehst da hinten, zwei drücken, vier drücken, du bleibst uns hängen. Die acht drücken, wir müssen unter diese Brücke durch. Drück dich zu oft ab, nochmal. Ja, zwei. Und vier, nimm den Sack mit. Haben wir nicht geschafft, okay. Ist okay, den nehmen wir mit. Und den mit. Drück die sechs wieder, sechs. Okay. Christopher? Soweit, so gut. Aber das dicke Ende kommt erst noch. Und zwar mit den Tasten 4, 6 und 0. 6 nach rechts, 4 nach links. Und die 0, um diese Steine abzuknallen. Oh, oh. Okay, ich gebe mein Bestes. Sprengen. Du gibst dein Bestes. Pass gut auf, dass du nicht an der Wand hängen bleibst. Ja? Vier, einmal, okay, reicht. Sechs, Christopher, bitte, Christopher! Ah, schade. Ach, Mensch, Christopher. Jetzt bin ich wohl total abgebrannt. Sechs von null, nicht so! Oh mein Gott, du knallst doch, sonst sag ich noch. Ah. Oh, was tust du? Oh, Christopher, bang! Das schade. War dein Haus, du üble Flieger. Für uns. Frohe Weihnachten. Dank uns. Ihr hat einen wunderschönen Hirsch gemalt. Ich habe vorhin die ganze Zeit schon. Heute sind keine da. Tja. Heute sind keine Hirsche. Wollt ihr den Hirsch da. Mal sehen? Der ist aber wirklich toll geworden. Und der ist toll, der Hirsch. Schau mal. Ja. Ein toller Hirsch. Das ist der Hirsch. Ich finde ihn spitze. Ist er auch. Gell, Jessica, toll. Okay. Judith, ich gehe jetzt. Ich sitze zwar nicht Müller, aber wandern tue ich trotzdem gern. Anja, und ich helfe dir ein bisschen. Die vier. Zu spät. Am zweiten da habe ich aber mächtig Eindruck hinterlassen. Also nochmal. Und die vier. Und die fünf. Ja, so kommt man sich näher. Na nochmal. Nichts tun. Und die fünf. Yippie. Na siehst du, geht doch. Und die vier. Und die vier. Gerade noch. Und die fünf. Yippie. Kannst du aufhören. Und die fünf. Yippie. Und die vier. Bravo. Und die vier. Schnell rum. Fünf. Yippie. Vier.
Schlagzeug gleich in die Trickkiste. Das gleiche Spiel. Hier. Oh, oh. Leise schnarcht das Murmeltier und das Spielchen endet hier. Gefällig? Okay, die zwei. Nein! Hilfe! Danke, du gibst dein Bestes, du hast es mir das versprochen. Das fängt ja gut an. Mensch! Zwei. Zwei. Nummer zwei. Sechs. Und acht. Sechs. Sechs, sechs. Sechs, sechs, schnell. Sechs, sechs. Die acht, merkt ihr den Gockel. Vier. Vier, doch vier. Vier. Und vier, vier. Schneller. Vier. Acht. Acht. Bitte Punkte. Sechs. Acht. Vier, vier. Vier, 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 vier. 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 Zwei. Einmal nur die zwei drücken. Jawohl. Und sechs. Zweimal sechs. Nummer sechs. Nummer sechs. Sechs, 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 sechs. Den Sack brauchen wir, bitte. Wir brauchen vier. Sack. Vorsicht, fall nicht runter. Vier, 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 vier. Vier, Sandra! Schmerz. Ja, Mensch. Aber macht nichts. Puh, das ist alles anstrengend. Zwei. Nein, ja, zwei. Und zweimal sechs. 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 Vorsicht, einmal sechs, sechs nur. Vier. Vier. Den Gockel, der Wecker. Kommt zu mir. Mit der vier. Vier, 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 vier. Vier, vier und acht, acht. Acht, acht, acht. Schnell den Sack. Acht, acht. Den Sack, schnell, schnell. Und nochmal, nochmal schnell. Sechs. Ach, ja. Ah, nee, das ist nix. Okay, zwei. Meine Nerven. Sechs. 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 Glocke. Sechs drücken. Und da kommt nix. Vier drücken. Und acht drücken. Und vier drücken. Ja. Und sechs drücken. Schneller, schneller. Sechs. Sechs. Sechs, sechs. Bitte dein letztes Leben. Sechs, sechs. 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 Ja, sechs, Donnerwetter. Sechs. Drück doch mal die sechs. Ja, sechs. Mein Gott, zwei. Oh, meine Nerven. Zwei. Zwei. Zwei, zwei. Zwei, du schaffst es. Zwei. Sechs, sechs. 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 Zwei. 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 Jawohl. Oh. Spitzenklasse. Wahnsinn. Eins, fertig zwei, bin ich jetzt. Öffne dich, war es nicht. Der Gockel. Und als zweites. Lecker. Drei. 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 Bitte. Schade. Ich hätte es ja gewusst. Sie hat es doch. Okay, die vier. 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 Jawohl. Sechs, sechs. Ja, nimm die Truhen mit. Truhen sind Punkte. Vier. Sechs. Okay, ich brauch gar nicht mehr viel sagen. Pass auf die Fische, Tintenfische auf die Krebse, das ist ein Wegweiser. Und schauen Sie so viele Truhen wie möglich ein, ja? Pass auf deine Luft auf, die Arme vielleicht mal. Badeanzug nicht ein. Das ist auch selbstlich trinkt, mein Badeanzug. Nein! Oh, oh. Naja, auch nicht schlecht, der Sauerstoff. Ja, ja, so leicht sitzt man wieder auf dem Pressluft. Aufpassen, dass du nicht gefressen wirst, dass dein Sauerstoff nicht ausgeht und dann bist du der Erste heute, der es ins Endspiel geschafft hat. Hat, wenn ich total. Hier bitte rein. Ja, ja, so leicht sitzt man wieder auf dem Trockenen. Aber wir haben noch ein Leben. Und jetzt darfst du keinen Fehler mehr machen. Vier drücken, sechs. Nimm die Truhe mit. Sechs, 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 sechs. Und vier, 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 vier. Ich glaube nicht und ich hab's gewusst, du schaffst es bis ins Endspiel. Andrea! Ja, alles klar. Weltklasse, du bist der Erste. Gleich wird's dir auch ohne Karos schwindelig. Sven. Rechts ist sie. Alles klar. Und da ist sie immer noch? Jetzt nicht mehr. Eins, zwei oder drei. Ja, Glücksfee, das war ein guter Tipp. Zu Geil. So, da ist er schon, unser Süßer. Mit Schnick, Schnack, Schnuck.
Hier spricht Hexana. Ich bin gerade nicht da, aber das kann sich schnell ändern. Lisa, du malst gerne Tiere in Wasserfarben. Die kannst du Hugo mal ein Tier schicken? Und los, alles Gute kommt von oben. Okay, das heißt, wir drücken jetzt einmal die 6, 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
bist, Jens. Sechs. Ja! Ja! Besser hey, gut. Jens! Schlecht geklettert. Ich werd's ja auch ohne Karussell schwindelig. Okay, du hast es gesehen, wo sie war? Sagen? Ich hoffe einfach nur, dass du die Perle jetzt gefunden hast. 1, 2 oder 3? Ja. 3, 1, 2 oder 3? 3, 2, 1, 1, 2, 3. Was meinst du, Brück? Bist du zwischendurch eingeschlafen? Hm? Reichlich explosiv hier oben. Und weiter geht's. Du musst rüber, rüber. 4, 4, 4, 4, 4. Peter, bleib auf der 4. Das war ein bisschen chaotisch. Nun ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Na, und ich sag noch, lass uns langsamer fahren, aber nein. Ich sag dir schon Bescheid, wenn ich baden will. Gold und viel Neues einfinden. Ganz was Neues. Hey, wer macht denn da das Licht aus? Schnell, sonst ist der ganze Zauber bald vorbei. Die 4, drück die 4 und die 6. Beeil dich, die Zeit läuft nachher ab. Und drehen, drehen, drehen. Mit der 5 musst du dich drehen und nicht vergessen, die Mücken abgeben. Drück die 6, drück die 6 jetzt. Und jetzt die 5, drück die 5, um zu drehen. 5, 5, 5. Ah, du musst dich drehen, dich drehen. Und jetzt abgeben, abgeben, abgeben. Du musst wieder rüber, 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 rüber. Und jetzt drehen mit der 5, drück. Okay, das war's. Mal sehen, wie die Erde ist. Und? 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 Drück! Ja! Das war ein guter Tipp! Ja, okay! Hallo, Freunde der Dunkelheit! Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher! Schicksal nimmt deinen Lauf! So, Andrea, wir starten. Guten Mutes. Die 6. Die 4. 4, hey! Nee, du brauchst nicht so lang zu drücken. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Hamlet. Die 4.
Und die 6. 6, 6, 6, 6, 6. Hey! Sie will nicht. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Schon wieder Hamlet. Wir bleiben da. Und jetzt die 2. Nach oben mit dir. Und die 6. Und jetzt mal die 0. Ich weiß nicht, wo wir sind. Drück mal die 0. Aha, wir müssen jetzt rein und dann hoch. Also 0 und 1. 0. 0 und 1. Und die 1. Und jetzt die 2, um nach oben zu fahren. Und wir steigen mit der 6 aus. Jetzt mit der 2 nach oben. Und vielleicht nochmal die 0. 6, 6, 6, 6, 6. Hey! Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Das war's für... Ist ja auch ohne Karussell schwindelig. Glückspilz, das war ein guter Tipp. Ich beende diese Runde mit eisigem Schweigen. So. Hier spricht Hexana. Ich bin gerade nicht da, aber das kann sich schnell ändern. Los, Kinder, die macht uns keine Angst. So, Letty, l'étoile de la nuit. Und los, alles Gute kommt von oben. Genau. Und 4. 4. Ausladen und bleib stehen. Und die 6. Immer wieder auch mit der 6 zurück. Genau. Ausladen. Und mit der 6 gleich zurück. Oh, du bist gut. Und geh zurück mit der 4. Oh, den hast du jetzt verpasst. 6, genau. 4, 4. Ausladen. Und sofort zurück mit der 6. Jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Und noch ein. Zurück mit der 4, ganz schnell. Ganz schnell 4 und ausladen. Ausladen, ausladen. 4, 4. Gut. Ui. Okay, das war's. Mal sehen, wie die Ernte ist. Jetzt bin ich gespannt. Was zeigt der Biber an? So, meine Engel wollten unbedingt snowboarden. Und ich stehe jetzt da mit all den Geschenken. Kannst du mir nicht helfen? Ja, natürlich. Kann ich dir helfen. Wie süß der ist, so, der Weihnachtsmann. Pass auf. Wenn da oben süß. Eine Bombe, das ist ein Geschenk. Das stopp, ist cool. Auf, ja, genau. Nein! Wir hätten es warten müssen. Ja, cool, ja, ja. Und nach rechts. Da. Rechts! Nicht weiter. Die Bombe, aber links, 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 links. Da ist ein Geschenk. Vier. Schnell! Gut, nein, aber jetzt bleib, da kommt noch ein Geschenk. Cool, wir sammeln, nein, bleib doch Marcel, da. Marcel, Daniel, Entschuldigung, du musst ganz, bleib einfach, wenn ich dir das sage, ja? Da. Und nach links. Vier, jetzt bleib da, nein, bleib doch bei dem. Daniel. Vier, pass auf, vier, da kommt noch keine Bombe, du kannst alles einsammeln. Jetzt in die Mitte. Bleib da, nein. Okay, gut. Nein, oh, Entschuldigung. Daniel, du musst so schreien. Oh Gott. Daniel, da hinten. Nein, nicht. Bleib jetzt, bitte, bleib. Bitte bleib, oh Gott. Nein, Daniel, da. Ja, okay, jetzt bleib hier. Jetzt bleib hier, auf jeden Fall. Der macht dich fertig. Okay, nach rechts. Pack das rein da. Was da oben kommt, du musst dich immer ausladen an jedem Geschenk. Ja. Du kannst ja auch Daniel, mal mit deinem Sack sammeln. Oh. Warte jetzt mal. Mensch,
Mensch, aber jetzt guck mal. Aber er hat schon. Völlig jetzt, von den jetzt war ich ganz, der ganz nah am Fernseher, Mensch. Oben, oh Mensch, Daniel. Komm mal gucken, wie viele Geschenke das wir sind. Wir schauen einfach mal, ja? Da müssen wir gleich mal schauen, was. Sechs! Daniel. Super! Wir werden sehen. Ja! Hey, wer ist denn da aufgeregt? Nein. Du, gell? Nein. Was? Roland? Sechs, sechs, sechs! Vier, vier, vier! Keine Eins, das hast du, siehst du, wie gut. Und Null drücken. Acht. Entschuldigung, acht, Null und acht. Acht. Okay. Eins. Ja, aber du kriegst es hin. Und die sechs. Sechs? Ja, auf geht's. Schneller. Verena und die zwei. Sechs. Geht gar nicht anders. Zwei. Null. Null, null, null. Null. Und nochmal null und dann zwei. Danke für deine Hilfe. Klar. Sechs drücken. Auf geht's. Und die, ja, zwei. Oder? Drück, zwei! Eins. Und sechs. Ach je. Keine Panik, passiert nichts. Wir lachen also nicht. Acht! Oh nein! Oh, Verena! Oh, Verena! So. Ein Königreich für ein Airbag. Jetzt habe ich zum ersten Mal, ja? So. Vier! Was jetzt? Und acht! Acht! Acht? Ja. Wo sind wir denn? Oh Mist, wo sind wir denn? Eins, zwei, eins und zwei, zwei, schnell, wir müssen uns beeilen, wir ertrinken, ertrinken. Das wollen wir natürlich nicht. Und die vier drücken. Schnell, vier. Und zwei. Komm, hier ist vier, ja. Oh Mist, ich habe einfach so gesagt, ich weiß gar nicht. Drück mal die acht. Und drück die Null. Null. Ich habe nichts gesehen. Null. Und Null. Oh nein. Und Null. Beeil dich. Und sieben. Sieben. Zurück. Oh je. Oh Mist. Oh, ah! Nadine! Boah, Verena, dich hat's voll Verena. Der ist am Busch. Ein Königreich für ein Airbag. Dich hat's voll erwischt. Oh, Null. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich seh dich nicht. Und Null nochmal und wir ertrinken. Ja. Weiter, eins und... Mitten ins Wasser, bist du nicht Wahnsinn? Ja, sie wollen schwimmen gehen. Verena. Immer schön lange drücken, damit wir die goldenen Säckchen, die weit oben hängen, wie die Trauben auch erwischen. Und bei Zeiten, wenn du das Hindernis siehst, okay? Ja, okay. Ich helfe dir ein bisschen, soweit ich kann, atemlos, wie ich dann sein werde. Wir versuchen es. Okay, hier ist dein Spiel. Jetzt gehen wir aufs Ganze, dem Skateboard eine Schanze. Und die sechs. Ein bisschen höher müssen wir rauf. Sechs. Du musst die Säckchen da haben, Jan. Bums. Einsammeln, wollte ich sagen. Vier. Hoppla, das war der falsche Sack. Vier, vier. Und höher, höher. Wir müssen höher rauf. Wir haben noch kein Säckchen. Hugo, du musst länger draufbleiben. Aufpassen. Vier.
Gut, so geht's. Aber wir brauchen Punkte, Damian. 6. Nein, nicht aufgepasst. Noch, Damian, gerade noch. Tu dich ein bisschen aus. Wir brauchen Punkte. Und die 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Also haben wir einen. 4. Jawohl, 4. Ja, also 6. 4, 4, 4, 4. Wumms. Na bravo, wirklich Weltspitzenleistung. Oh. Na ja. Nein! Nein! Mir dreuet ungemacht. Nein, wir haben es nicht geschafft. Oh, oh. Nein, wir haben es nicht geschafft. Ja. Wir! Ilona, wir haben die Abkürzung verpennt. Echter Granit, guter Jahrgang. Jetzt können wir machen, was wir. Siehst du? Boing. Boing. Leise schnarcht das Murmeltier und das Spielchen endet hier. Nein. Und bei Zeiten springen, gell? Ja. Möglichst viele Säckchen einsammeln und mich nicht wieder nass machen. Okay, wir schaffen das. Der Tagespreis ist auch noch da. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Bis gleich. Da kommt ein Floß. Wir surfen los. Oh no. Jetzt wissen wir das auch, das war zu spät. Ja, aber schneller ist es, ne? Ja. So geht's. Bleib da. Jetzt. Endlich ein Platz zum Ausruhen. Das habe ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Zu spät. Ja, okay. Hier. So früh. Hm? Oh no. Oh. Gefahren. Wohin man schaut. Schade. Tja, bei einem Wettkampf würde ich mich nicht anmelden. Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. Okay, das Wasser füllt sich. Jetzt müssen wir uns beeilen, wenn wir nicht ertrinken wollen. Wir drücken die 8. 8. Und 6. 6. Ja. Und 4. 4. 4. Sehr gut. Bleib da. 6 mit und drückt bitte dann die 0. 0. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Genau. Da müssen wir hin, 1 drücken. Und dann mit der 8. 8. 8. Okay, hoffentlich schaffen wir das jetzt. 6. 0. Okay. 0 drücken wieder und dann die 2. 2. 6. 8. 1. 1 und 2. 1 und 2. 1 und 2. Jawohl, dann sind wir gut dabei. Jetzt drücken wir die 0. 0. Zacko, zacko. Wieder 0 und dann die 4. 4. 1. 2. Meine ich ja 2. Sorry. Entschuldigung. Ja. Und 6. Geht eh nicht anders. 1. Ja, 0. Bitte. 0 und dann 6. 6. 0, 6. 6. Aha. 6. Ja, 4. Kaum drückt man 10 mal schon geht's weiter. Das
Stopp, stopp, stopp. Und zwei. Mir treuet ungemacht. Was treut dir? Ungemacht. Acht, 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 acht! Oh mein Gott! Das zum Beispiel. Jetzt hab ich's dir so früh gesagt, gell? Mm. Und schon klatscht man drauf. Ein Königreich für ein Erbe. Heim! Renn, renn um dein Leben, drück die zwei, schnell, 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 wir ersaufen doch sonst. Und vier. Ach, jetzt aber wirklich. Oh, endlich, also. Daniel, super. Und zwei. Und hoffentlich sind die richtig. Sechs. Aber ich denke schon. Und du sagst mir. Und vier. Und den Tag mit. Und zwei. Null. Null. Eins, null, eins, eins, eins und ja, genau, und zwei. Schnell, bitte! Daniel! Ich krieg hier voll Nervenzusammenbruch. Vier, schnell, heim, ins Druck. Acht, acht! Wenn du jetzt nicht drückst, okay, sehr gut. Spitze. Ja. Die zwei. Du hast es geschafft. Geschafft. Daniel! Das ist richtig geklettert. Danke. Hallo, Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. So, und schon geht's in das Labyrinth hinein. Oh, oh. So, die Säcke sammeln wir natürlich ein. Und jetzt die 6, Melanie. Sehr gut. Und aufgepasst, gut, 4. Gut. Jetzt drücken wir die 8. Na, hoffentlich kommt nicht gleich das große Hängen im Schacht. Nochmal die 8, genau. Und jetzt die 1. Jetzt die 2. Na, hoffentlich kommt nicht gleich das große Hängen im Schacht. Nochmal die 2, die 1, genau. Jetzt mit der 2 nach oben. Und jetzt die 6. Und jetzt mit der 2 wieder nach oben. Und jetzt vielleicht mal die 0 drücken. Wir müssen gucken, wo wir sind. Aha, wir gehen jetzt mit der 2 wieder hoch. Also nochmal die 0. Und jetzt die 2. Kletter nach oben. Und jetzt die 2, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Nee, das war falsch. Oder? Doch, die 1. Jetzt die 1. 1. Und jetzt die 4. Jetzt müssen wir nämlich darüber mit der 4. Genau. Und jetzt wieder mit der 0. Mal schauen, wo wir sind. Aha, wir müssen zurück mit der 7. Wir haben uns verlaufen. Erst die 0 und jetzt die 7. Jetzt die 1. Und jetzt würde ich sagen die 6. Die 6. Hm. Ach, du hast die 8, 8, 8, 8, 8. Super, Melanie. So, mit der 2 nach oben. Erst die 1. 1. Genau. Und jetzt mit der 8 nach unten. Nach oben. Jetzt mit der 1 wieder hinein. Und jetzt mit der 2 nach oben. Mach mal die 0 auf. Genau, wir brauchen jetzt als nächstes die 0. Wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Drück mal die 0. Da hinten sind wir. Das heißt, wir müssen mit der 4 aussteigen.
Und die 6? 4, 4. Und jetzt die 2? Super. Oh. So, jetzt die 2, würde ich sagen. Hoffentlich stimmt das. Aber wir müssen irgendwie nach oben. Und jetzt mal die 0. Aha, wir müssen also mit der 4. 4, 4, 4. Genau. 6, 6, 6. Bleibt da. 4, 4, 4. Ah, schade. Und jetzt mit der 2 hoch. Melanie. Geschafft. Sieht besser gut aus. Als schlecht geklettert. Die Eiszeit gefällig. So, drück die 6. Die 6, schnell, drück die 6. Nur einmal. 6, 6, 6. Und die 2, drück die 2. Zurück, 4. Hilfe! Oh, oh. Ganz, ganz ruhig. Ganz. Sascha. So, 6. Einmal 6, drück die 6. Und zurück, 4. 4, 4, 4, 4. Und die 6, drück die 6. Oh, oh. Und die 4, drück die 4. Muss hin und her springen. 6, 6. Und 2, drück die 2. Sehr gut. 2, 2, 6. Und die 8, drück die 8, drück die 8. Zurück, 6. Hilfe! Oh. Yes. So, die 6. Drück die 6. Zurück. Und die 2. Nicht die 2, die 4, die 4, die 4. 6. 6. 4. Geht nicht anders. Und die 6. 6. Jetzt all the way. Komm. 6. Und 6. Und 2. Drück die 2. 2. Und die 6. Deine ersten 50 Punkte. Wunderbar. Und die 2. 6. Drück die 6. 6. 6. Schnell. 6. Zurück. Die 4, drück die 4, 4, 4, drück die 4. Wir müssen zu der Lampe. Jawohl, 8. Sehr gut, Sascha, 100 Punkte. Oh, wer doch gelacht. Und die 2. Sehr gut, die 2, drück die 2. Und die 2. Und die 4, 4, 4, 4, 4. Jawohl. Achte auf das Signal, wunderbar. 6. Und die 8. 8. Hoffentlich kommt der doofe. Ja, jawohl, 8. 8. 8. Und die 4. Oh, die Lampe ist weg. Und die 2. Drück die 2. Und nicht auf die Omi. Okay, Sascha. Lass gut sein. Dann versuch was. Wir surfen los. Aufgepasst, die 4. Genau, so schnell wie möglich drücken. Jetzt die 6. Genau. Oh! Gefahr. Das war ja gemein. Wohin man schaut. Das war zu flink. Ja, ein bisschen schnell. Und? Genau. Die Bar? Die 4. Oh no. Endlich ein Platz zum Ausruhen. Und die 4? Genau. Gib 8. Die 6. Oh nein. Das ist ja extra mal fahren. Wohin man schaut. Tja, bei einem Wettkampf würde ich mich nicht anmelden. Genau. Wir schaffen das, Katja. Hier spricht Hexana. Ich bin gerade nicht da, aber das kann sich schnell ändern. Los, Kinder, die macht uns keine Angst. Nein, Katja, die macht uns keine Angst. Und los, alles Und Gute los, kommt von Katja. Oben. Wir sammeln die Äpfel. Jawohl. Bleibt da stehen, jetzt die 6. Gut. Jetzt die 6.
Genau. Jetzt vielleicht mal mit der 4, 4, 4. Nochmal. Schon wieder runter mit dem Finger. Jetzt zurück mit der 6. Bleibt da stehen. Ah. Oh, ist das gemein. Jetzt die 4. Ach. Nein. So, jetzt die 4. Bleib stehen. Ah! Nein. Jetzt ist gleich vorbei. Nochmal die 4 zum Auslernen. Okay, das war's. Mal sehen, wie die Ernte ist. Das war aber mies. Und ein goldener Sack war auch dabei. Abziehen mussten wir wegen... Wir hatten einen faulen Sack. Oh, oh. 150. Minus 150. Sieht aus. Ist doch gar nicht Yvette, Kind. Also, ist doch wieder... Yvette schaut doch ganz anders aus. Das ist sowas wieder. Ach, jetzt haben wir uns schön ausgesprochen, war aber gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Man muss ja ab und zu mal was klären. So, also ihr ruft an, die Nummer wisst ihr eh auswendig, brauche ich euch nicht mehr zu sagen. Und jetzt spiele... Oh, oh. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und den zeige ich dir jetzt mal, okay? Ja. Rot oder grün? Grün. 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 Alles grün. Klar. Okay, dann schmeißen wir jetzt die Münze mal hoch. Toi, toi, toi. Und zack. Oh. Zeig. Au. Au, verdammt. Rot. Oh. Es ist rot gewesen. Aber ein Loser ist er deswegen noch lang. Ein Ausflug in die Eiszeit gefällig. Durch die 6 und die 6 und 6 und die 2. Nicht so schnell. Zwar festdrücken, aber nicht so schnell zu drücken, Steffi, ja? Ganz, ganz ruhig, du hast ein bisschen Zeit. So, drück die 2, schnell die 2. Und nochmal die 2. Nur einmal draufdrücken. Und jetzt die 6. Drück die 6, 2, 2, drück die 2 und die 6. Sehr gut. Achte auf das Zeichen. Okay, und 6. Und 6. Und 6. Und 8. Und die ersten 50 Punkte. Und jetzt die 4. Drück, oder 2 ist auch gut. Drück die 2. Und die 8. Drück die 8. Schnell weg. 100 Punkte haben wir. Und die 4. Oder 2. Auch gut, 2. 2. Drück die 4. Drück die 4. Drück die 4. Oh. Hilfe! Nicht so schnell, Steffi. Nicht so aufgeregt. Einen haben wir noch. So, schnell. Drück, drück, drück. 2. Okay, lass gut sein. Ein Versuch war's wert. Schön. Ich entspanne mich mal ein bisschen. Ich flieg mal ein bisschen raus. Ich komme dann wieder. Nein, ich bleib da. Du bleibst da. Ja, ich glaube, ich werde langsam müde. Ich werde langsam müde. Oh, Patsch, ich hab's geahnt. Wo ist denn eigentlich das Mädel mit dem Nebelchen? Das Mädel mit dem Nebelchen, wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Man könnte ja eigentlich mal aus meinem Anflug auf das nächste Spiel schließen. Es wird sich wahrscheinlich, na, wenn ihr mitdenkt, Kinder, Freunde, könnte es sich um den Flieger handeln. Nochmal gerettet. Mit der 0. Bravo, bravo. So, und die 6. Mir geht's gleich Benzin zu Ende. Aber ein paar Punkte haben wir. Wumms. Asa. Ah, nee. Ich bin abgestürzt. Na, du bist nicht abgestürzt. Ich nicht. Es kommt hier sehr leise an. Ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du hast eine ganze Menge blaue Ballons eingesammelt. Wollen wir mal schauen, wie viele Punkte wir haben? Mhm. Zahlen, alle Tasten außer 3, 5 und 9.
Ja. Und jetzt kann ich euch nur viel Glück wünschen. Wir sprechen uns später. Okay. Hallo, Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. Jetzt geht es in den Berg hinein. Das Wasser fängt an zu fließen. Wir stehen also unter Wasserdruck, sage ich mal. Und schon geht's los. Die 6 und die 4. Die 6. Genau. Und die 4. Sobald du die Augen erkennst, müssen wir fliehen. Jetzt mit der 2. Und mit der 6 würde ich aufsteigen. Und die 1. Und jetzt vielleicht nochmal die 0. Wir sind da jetzt, okay. Am besten wäre es genau die 6. Und die 4. Und jetzt mit der 1 rein. Und mit der 2 nach oben. Aufgepasst, die 8, 8, 8, 8. Gut. Gute Reaktion. Und jetzt mit der 2, glaube ich. Also erst die 1. Erst die 1. Und dann mit der 2 nach oben. Die 6. Die 4. Jetzt vielleicht mal die 0, bitte. Das heißt, wir fahren hoch mit der 2. Die 2. Und steigen mit der 6 aus. 6, 6, genau. Und jetzt wieder mit der 2 nach oben. Bis jetzt sieht das ganz gut aus, Deborah. Bleib da. Und die 4. Und die 6. Die 4. Und jetzt wieder mit der 2, würde ich sagen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir sind. Vielleicht solltest du mal die 0 drücken, wenn du kannst. Jetzt die 8, 8, 8, 8. Gnade! Zu spät. Oh Gott, der arme Hugo. Ein Königreich für einen Airbag. Drück mal die 0. Ah, sieht gut aus. Okay, nochmal die 0 und jetzt die 2. Genau. Und jetzt die 4. Bleib da. Bleib da. 6, 6, 6. Hey! Nein! Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Jetzt aber Konzentration. Jetzt mit der 2 hoch. Und es sieht gut aus. Ja! Besser gut geliftet als schlecht geklettert. Oh. Hugo CD-ROM mit Klasse spielen und Abenteuern. Und viel Spaß! Hallo. Ich weiß, dass du da draußen bist. Komm und hol sie dir. Es wird dir nicht gelingen. Ja, und die 6 jetzt. Genau. Dann machen wir die 2 und die 6 und die 6 und gleich wieder die 6 und die 8. Und die 8, 8, 8, 8. Schnell, schnell, schnell. Ja, nehmen Sie. Jetzt. Gut, Glocke und zurück. 2 und die 4. Nein, 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 die 4. 4, 4, 4, 4.
4, schnell. Und die 4, jetzt ist es zu spät. Und die 8. Und die 2 mal die 4. Zack. Und nochmal, zack. Dann haben wir schon Punkte, siehst du, die 2. Versuch mal. Und die 2. Und die 6. Schnell. 6. 6. Nochmal schnell. Und die 8. Jetzt haben wir schon 2. Und zurück. Die 2. 2. 2, 2, 2, 2. Oh nein, wieder vor. Die 8. Und die 4. Und die 4. Oh, schlecht. Ah, die 8. Wie du willst. Und nach vorne. Die 8. Die 6. Ja, können wir auf das eine hochkommen. Nein, geht nicht. Geht nicht. Was machen wir da? Und die 2. Und die 4. Und die 4. Nein, das 6 nicht mitnehmen müssen. Ja, versuch das hier mal. 6. Und schnell die 2. 2, 2. Zack, und nochmal. Jetzt hast du sie. Und die 6. 6. Und die 2. So. Eins weiß ich. Sesam, öffne dich, war's nicht. Genial, was manche Leute sich so merken können. So, Timo, jetzt wird's spannend. Natürlich darfst du auch die Säcke nicht vergessen. Das sind ja unsere Punkte. Und schon geht's los. Drück die 6. Und die 4. 4. Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Die 4. Und die 6. 6, 6, 6. Rüber! Nein! Oh, wie gemein. Timo, wir Helm müssen uns oder Schädel? Das ist hier die Frage. Bleib da. So, jetzt gehen wir mit der 2 nach oben. Steigen mit der 6 aus, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir mit der 1 rein und dann mit der 2 nach oben. Fahr nach oben. So, jetzt bist du ausgestiegen. Wie gesagt, wenn du nicht weißt, wo du bist, drück die 0. Dann kommt der Plan. Da sind wir. Ich würde die 7 nehmen. Ah, Timo, wo willst du hin? Blick überhaupt nicht mehr durch, aber da ist ein Sack. Den nehmen wir mit. Timo, das ist gruselig. Wo sind wir? Drück die 0. Boah, wir gehen zurück. Ganz falsch. Wir müssen zurück. Und zwar mit der 7. So schnell wie du kannst. 7. Um Gottes Willen. Und die Zeit läuft doch, Mensch. Oh nein, es blubbert schon. Nein. Da. Timo! Weggeschwemmt. Jetzt. Hallo, Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. So, die Säcke sammeln wir natürlich ein, das sind ja unsere Punkte. Und jetzt die 6. Brigitte. Genau. Und die 4? Aufgepasst. Bis jetzt ordentlich. Und jetzt mal die 0. Aha, wir müssen da also rein. Nochmal die 0. Und drauf. Und jetzt die 8, würde ich sagen. Das dünkt mir merkwürdig, 4. Was sie da macht. Meinst du lieber noch mal die 0 drücken? Ja. Drück mal lieber noch mal die 0. Oh nein, wir gehen zurück. Das heißt jetzt noch mal die 0 und dann die 7. Wir müssen wieder zurück. Ja, bitte. So, jetzt die 7. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Da haben wir uns nämlich etwas verlaufen.
Weiß Gott. Vier. Das macht sehr gut, die Brigitte. Und jetzt mit der Acht. Gott sei Dank. Jetzt mit der Eins rein und dann die Zwei. Jetzt würde ich mit der 6 aussteigen. Nicht nur du, ich auch. Und jetzt mit der, ja, mit der 2 nach oben. Genau, zwischendurch kannst du immer mal die 0 drücken, das ist ja unser Lageplan. Und jetzt wieder mit der 2 nach oben. Auf. Erst mit der 1 rein, ach nee. Je höher, je besser. Das war schon richtig. Ja. Und jetzt mal die 0, jetzt weiß ich wirklich nicht, wo wir sind. 0. Jetzt durch, also nochmal die 0, jetzt die 1, die 2. So. Und jetzt mit der 1 rein. Und jetzt mit der 6 raus. Genau, die 6, aufgepasst. Jetzt die 8. 8, 8. Das konnte man schwer erkennen. Ich hab's erkennen müssen. Bums. Ein Königreich für einen Airbag. Und jetzt mit der 1 rein. Und jetzt mit der 0. Da hinten sind wir. Das heißt. 0. Nochmal die 0. Achtung, das Wasser kommt. Und jetzt die 8. Wir müssen uns beeilen. Mit der 1 rein und dann die 2. Und jetzt mit der 4 aussteigen. Geht nur da. Die 6. Und die 4. 4. 4. Bleib. Wir brauchen Säckchen. Und jetzt mit der 2 nach oben. Doch, doch. Die Tendenz nach oben ist immer sehr wichtig, aber weil ja das Wasser nachläuft. Ach so. 8! Gnade! Don't look good. Und Batschel. Ein Königreich für einen Airbag. Aufgepasst, die 2 nach oben. Und jetzt brauchen wir mal die 0. Ich weiß nicht, wo wir sind. Da sind wir. Okay, dann drücken wir jetzt die 4. Und noch sieht's gut aus. Beeil dich bitte. 4, 4, 4, 6, 4, 2 nach oben, schnell. Schnell. Bitte. Schnell, Mädel. Oh. Ja! Geschafft. Besser gut geliftet als schlecht geklettert. Jetzt müssen okay, wir ausladen. Nochmal mit der 4. Mal sehen, wie die Ernte ist. Okay, das war's schon. Tech Snowboard Handschuhe. Viel Spaß. Gucken die Eiszeit gefällig? 2. Oder nee, 6. 6. Drücke 6. Drücke 6. Ja, da war er zu langsam. So, drück die 6. Die 6. 6, schnell. Und 6. 6. 6. Das hört sich cool an. Und die 2. Und die 2. 2. Na, zurück. Und die 8. 8, schnell, 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 schnell. 8. Und die 4. 2. Oh, jetzt ist das Ding weg. Ah, 6. 6. Und die 2. Jawohl. Und wieder 2. Und nicht zu oft drücken. Lieber einmal. Und 8. Schnell die 8. 8. Jawohl, 150. Und die 4. Und noch einen Sack. Oh, oh, das war ein mieser. Und die 2. Und die 6. So, und 4. 4. 4. 8. Na, los.
los, komm rauf. Und zurück, zwei. Zwei. Durch die sechs. Das ist schlecht, also brauchen die Lampe. Und die zwei. Richtig. Und jetzt all the way. Auf geht's. Vier. Auch ich kein Englisch, Hugo. Und die vier. Acht. So. Achte. Auf das Zeichen. Gut gemerkt. Und weiter geht's. Und acht. Oder sechs. Auch gut. Und acht. So, jetzt zurück. Und die vier. Die vier. Auch gut. Oder die 6, 350 Punkte, schnell weg. Und zurück, die 8. Oder 6, jetzt die 8. Au, Backe! Schnell! Ah, wir haben ja noch, wir haben ja noch. Kein Problem. Und schnell, die 6, drück die 6, drück die 6. 6, 6, 6. Ah. Okay, lass gut sein. Ein Versuch war's wert. Eingeschlafen, hm? Okay, dann drücken wir jetzt die 4. Und noch sieht's gut aus. Beeil dich bitte. 4, 4, 4. 6. 4. 2 nach oben, schnell. Schnell. Bitte. Schnell, Mädel. Oh. Ja! Geschafft. Besser gut geliftet als schlecht geklettert. Wir haben ein bisschen Zug abbekommen. Da kann man nichts machen, Tanja. Wir haben hier noch ein paar Möglichkeiten. So. Schaut gut aus, Tanja. Schaut super aus. Richtig zügig durchgezogen. Ah! Ah! Zwei, um zu springen, acht, um sich zu ducken, okay? Jawohl, alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Gewinn den Superpreis. Jawohl, danke. Jetzt geht es durch den Finsterwald, wo man leicht vor Bäume knallt. Gut. Man spürt ja doch einen leichten Überdruck in den Ohren. Ein bisschen früher drücken, Walter. Jawohl. Ich gerade gesehen. Achtung und Schupf. Ja. Und ducken. Ja. Und hupf. Oh, das war der falsche. Oh, Schmerz. Oh, verdammt. Das sieht ja total uncool aus. Und hüpf. Und nochmal. Ja. Und Achtung, 300 Punkte haben wir schon. Und jetzt. Ja, es geht ja weiter. Oh, jetzt kommt wieder was Böses. Und hüpf. Ja. Und ducken. Ja, und hüpf. Gut. Sieht nicht schlecht aus, Walter. Aber einwandfrei. Mhm. Ein patenter Waldläufer bist du ja nicht gerade. Hugo, Clip der Woche, Gutenbergstraße. Kennst du das Spiel hoffentlich? Ja. Und die Eiszeit gefällig? Gut. Sechs drücken. Und nochmal sechs. Und die zwei.
Und die 6. Und die 6 und die 8. 6 und 8 und 8 und 8. Schneller, jawohl. Und die 2, 2, 4, 4. Merkt ihr die Note? Drückt die 6, 6, 6, 6, 6. Die Note. Mensch, das hätte nicht sein müssen, gell? Ja, muss man schneller reagieren. Und die 2, 2, 6. Schneller, 6. Nochmal 6. 6, 6, 8, 8, 8, 8. Simone. Und die 2, 2 und 6, 6, 6, 6, 6. Ja, 6. Du musst ein bisschen schneller drücken. 6 und 8. 6 und 8. Die hatten die Note und jetzt haben die die Säge. Und nochmal die 8 drücken, bitte. 8 drücken und die 2 drücken. Schneller drücken, 2 drücken, schneller drücken. Schneller drücken, Simone. Also, das nächste Mal drückst du schneller, ja, bitte. Und die 2. 2. Ja, gut. 4. Auch okay. Und 6 wieder. Wie du willst. Tu, was du nicht lassen kannst. Drück die 2. Und drück die 8. Springen wir ein bisschen hin. Jetzt üben wir das ein bisschen. 6 drücken. Ja, und die 4 drücken. Und vielleicht lassen sie uns irgendwann mal weitergehen. 2 drücken. 2 drücken. Und 8 drücken. Sag mal, was soll denn dieser ganze Mist hier? 6 drücken. Kann das mal weitergehen hier? 4 drücken. Und zweimal die 2. 2 drücken. 2 drücken. Ja, was ist denn jetzt los? 8 drücken. Schnell, zweimal die 8. Und 8. Nein, 6. Oh, die sind ja gemein. Das ist ja wohl gemein. Okay, lass gut sein. Nun versuch was wert. Simone übrig, weil sie hatten keinen faulen Sack. Bei Zeiten springen. Alles klar? Alles klar. Wir versuchen es, Manuela. Ich helfe dir ein bisschen, wenn ich kann. Ja. Los geht's. Da kommt ein Floß. Wir surfen los. Hepp. Oh no. Das war ein bisschen zu früh, Manuela. Oh no. Oh oh. Gefahren. Das war zu spät, Manuela. Und jetzt treffen wir die Mitte. Jetzt. Ja, na sieht das, geht doch. Bleib mal da einfach. Und das nächste nehmen wir. Endlich ein Platz zum Ausruhen. Tja, bei einem Wettkampf würde ich mich nicht anmelden. So, ich glaube, das reicht. Ich habe jetzt bewiesen, dass ich singen kann und das muss genügen. Wer mehr hören will, muss Eintritt zahlen. Oh Gott, ich glaube, ich brauche frische Luft. Wolfgang. Und Abenteuern. Viel Spaß. Regina. Bitte zum Tief gehen. Meine Tochter feuert mich an. Gut, super. Okay, alles schön. Klar. Also, wir halten uns links, 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 links. Ganz einfach, immer links. Spitzenklasse. Und wir drücken die 4. Links habe ich gesagt, das ist die 4. Spitze. Und weiter geht's im Text. Wir drücken die 4. Erneut. Und immer wieder. Und jetzt kommt die 8. Und du machst es wirklich klasse. Prima. Jetzt bitte die 4 wieder. Und schock ab, Tanja. 4 drücken. Ich weiß, du schaffst es, ohne ein Leben zu verlieren. Mit dem güldenen Sack die 4 gedrückt, die 8 gedrückt. Und deine Tochter kann ruhig lauter anfeuern. Machst du schon ganz prima, ne? Aber ein bisschen 4 drücken. Wenn sie es noch so ein bisschen anfeuern könnte, wäre es super. Ja, aber da hat sie einfach keine Lust dazu, macht nichts. Hier wird niemand gezwungen. 4 drücken. Wie heißt denn deine 8? Drücken. Tochter, wie heißt du denn? Ruf mal rein deinen Namen. Hier. Ja. Gut. Und 4 wieder und wir haben es geschafft. Ja, super. Hey. Miene gut. Alles ja. Gut. Ja, viel Glück. Hilf deiner Mutter. Toi, toi, toi. 1, 2 oder 3. Gut aufpassen. Okay.
pass auf, schön. Aufpassen, ja? Und links und Vorsicht, Lisa schafft das, ich glaub das. Drei, ja? Okay, soll ich dann drücken? Ja, wenn die Lisa sagt, drück. Drei? Sag ich so! Sag, hast du gut gemacht. Lisa! Das Spiel ist aus. Du musst nicht mehr drücken. Daniela! Die nagelneue Hugo-CD-ROM mit klasse Spielen und Abenteuer. Viel Spaß! Ihr habt das jetzt alle geschrieben. Ja, das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte, dass du dir den Superpreis holst. Toi, toi, toi. Viel Glück. Danke. Bitte schön. Ja, Martina. Hallo, Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. So, also, jetzt habe ich gar nicht nach den Namen von deinen Töchtern gefragt. Also, ihr Süßen, feuert mal schön an. Ja. Oder drück die Daumen, dann kannst du dich besser konzentrieren. Du siehst, das Wasser läuft, es geht los. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Oh, hier. Keine Panik, ich helfe dir. Ich will schon. Ne? Drücken wir mal die 0. Die 0. Okay, und nochmal die 0. Und jetzt drücken wir bitte die 0. 8. 0. 8. Nein, die 8. Hugo, was erzählst du? 0 wieder und dann 8. Und die 1. Und dann 2. 1 und 2. Und wir sind gut dabei. Genau. Dann die 6. 6. Wir müssen uns beeilen, genau. 0 wieder, genau, drück die 0, nochmal 0 und die 2. Wie ich schon sagte. Und 6 drücken. 2. 6. 1. Quatsch. 0 drücken. Wieder 0 und dann die 8. 8. Ja, okay. Und 2. Ja, sowas. Nochmal die 2. Und 1. 1. Und 0 drücken. Wir hätten die 0 drücken sollen, aber das ist nun mal. Kann man nichts machen. Jetzt bitte die 8. Meine Güte, ist das spannend. Und ja. Das Schabuschen. Ein Königreich für ein Airbag. Der Ton ist schon grausam genug. Und wir drücken die 0. Und nochmal 0. 8. Schau, deine Kinder, die helfen dir. Die kennen sich gut aus. 1 drücken. 2. 1 drücken. 2 drücken. Vier drücken. Vier. Beeil dich. Zwei. Schneller. Vier. Vier. Okay, okay, okay. Acht. Acht. Oh, meine Güte, war das gut. Vier. Vier. Eins. Null. Eins und null. Null. Eins. Was? 7! Hoffentlich kommt nicht gleich das große Hängen im Schacht. 1! 7! 7, ja. Besser die 7. 8! Ja. Mein Gott! 2! Ach Quatsch, 1! Oh Mann. Und jetzt? Was mache ich? 8! Mir wird ja auch geholfen. Ich bin total fertig. Hilfe! Ich auch. Eins, zwei, eins und zwei! Was ist denn da?
Piste. Drücken, schnell, 2 und 6, schnell weg da. 6. Alles klar. Und die 4, merkt ihr die Glocke? 4. Okay, 4 drücken bitte jetzt. 4. Ja, noch einmal. Und die 2 drücken, 6 drücken. 2 drücken, zweimal die 2. 2! Oh je, okay. Und die 6. 8. Mensch. Okay, 6 drücken. 6. Und dann 2. Einmal 6. Nein, 8. Schneller, 8. Und gut, 2. Hilft nichts. 2. Pass gut auf. Drück nicht zu oft. 6. Genau. Nicht zu oft, sag ich, Michaela. Hörst du mir jetzt zu? Mensch, wir wollen doch nicht ausrutschen, haben wir gesagt. Okay, also die 2. Und einmal die 6. Nein, 8. Mach keinen Fehler mehr. 6 drücken, einmal nur die 6 drücken. Nur einmal. Und wieder die 4 drücken. Okay, wir hatten die... Ja. Okay, 2, 6. Noch einmal 6. 6. Schneller, 6. Haben wir schon alle 3? Nee, gell? 4. 8. Komm zu mir. Gib mir 8. 4. 4. Michaela, bitte. Oh Gott. 2. 6. 6. 6. 2. Schnell. 2. Drücken. 2. Wir hatten die Glocke, wir hatten den Wecker und das dritte weiß ich nicht. Sesam, öffne dich, war's nicht. Wecker. 1. Und das dritte weiß genial, ich nicht. Genial, was Ahnung. Manche Leute sich so merken können. Ich sag dir schon Bescheid, wenn ich baden will. Okay. Toll, toll, toll. Es durch den Finsterwald, wo man leicht vor Bäume knallt. 2 und 8. 2 und 8. Das war schon mal richtig. Und knapp. Und die 8. Jawohl. Und die 2, ja. Ja. Und die 2. Gut. Und die 8. Die 2. Gut bis jetzt. Yeah, gut. Klappt doch. Nee, wie du machst das ganz klasse. Haha! Na, das war doch easy, oder? Oh, sieht nicht schlecht aus. Egal, wir haben noch einen. Bitte bleib konzentriert. Ja! Jetzt kannst du dich entspannen! 1A Spitzenlandung! 50 Punkte, Leute. Gar nichts. Guck dir mal an, wie ich dran bin, ja? Also dir geht's ja eigentlich noch gut, Tanja. Auch wenn du hier ein Loser bist. Tanja gerne. Und pass mal auf, ich zeig dir mal, wie dein Preis aussieht, wenn ich's überlebe. Okay, Tanja? Ja. Das wird sich rausstellen. Ja. Das Blöde ist, Leute, dass ich nur den einen Schritt kann. Also ich werde mich auf jeden Fall noch schlau machen. Ja. Dann kann doch ich einmal. Hüpf. Ja. Macht Spaß, richtig. Hugo, wenn du wieder klein bist, du Gnome, kann ich ja jetzt nicht mehr sagen, aber wenn du wieder klein bist, dann mache ich dich fertig. Machst du mich fertig? Das schaue ich mir an. Aber jetzt wieder Friede, mein Liebes. Ja? Keine schlechte Idee. Hotzung, Friede. Ja, hüpfe auch nicht mehr. Friede. Um Gottes Willen. Vielleicht kannst du mir helfen. Wer bist denn du? Am Apparat. Hallo. Ist jemand? Hallo. Hallo. Wer bist du? Ich bin die Margarete aus Hamburg. Margarete, was sagst du dazu? Wie soll ich mich nur wehren? Kannst du nicht, der Hugo ist zu groß für dich. Ich bin auch groß noch nie. Ich habe einen Vorschlag, wenn du jetzt gut spielst, Margarete, vielleicht wird Hugo dann wieder lieb und klein, vor allem klein. Ja. Versprochen. Okay? Margarete, pass auf, du hast die Tasten 0, 1, 2, 4, 6, 7 und 8. Ja? Ja. Also alle Tasten außer 3, 5 und 9.
Und du stehst unter Zeitdruck, weil das Wasser einläuft. Und die Null ist wie immer eine Art Lageplan. Und jetzt möchte ich dich nur noch fragen, wirst du angefeuert? Ja. Von wem? Deine Tochter, Nicole. Deine Tochter, wie heißen die? Nicole. Nicole, dann drück der Mami mal beide Daumen, denn jetzt geht's los. Spiel ab! Ja. Hallo, Freunde der Dunkelheit. Willkommen beim Crashkurs für Höhlenforscher. Und schon geht's los. Die Null ist der Lageplan. Wir müssen also jetzt runter mit der 8. Und raus mit der 6. Und die 6. 6. Oh nein. Helm oder Schädel? Das ist hier die Frage. Bleib da. Und mit der 2 nach oben. Oder nach unten. Jetzt mit der 1 durch. Und jetzt drücken wir mal die 0, damit wir wissen, wo wir sind. Aha. Jetzt fahren wir runter mit der 8. Genau. Und jetzt steigen wir mit der 6 aus. Und schon geht's weiter. Jetzt mit der 2 nach oben. Und jetzt nochmal die 0. Aha, jetzt brauchen wir praktisch die 8. Mit der 1 rein. Und jetzt würde ich die 0 noch mal drücken, weil ich nicht weiß, wo wir sind. Aha. Jetzt mit der 6 raus. Mit der 2. Mit der 6, okay. Jetzt nach oben mit der 2. Jetzt mit der 1 durch. Und jetzt mit der 4 raus. Und drück mal die 0. Okay, jetzt mit der 2 nach oben. Jetzt wieder mit der 2 nach oben. Oder nach unten. Jetzt mit der 1 durch. Und jetzt mit der 6 raus. Würde ich sagen. Die 4. Mit der 2 nach oben. Jetzt die 8, 8, 8, 8. Gnade! Oh, es war aber ein bisschen zu spät. Ein Königreich für einen Airbag. Drück mal die 0. Oder die 2, okay. Du kennst den Weg? Acht. Acht, acht, acht. Oh, sehr gut. Das war nämlich ganz schön knapp. Wieder die 2. Bleib da. Und die 4. 6. Das ist spät. Mit der 0, drück mal die 0. Die 1. Die 1 brauchen wir. Die 1. Genau. Und jetzt mit der 2 wieder nach oben. Die 8, 8, 8, 8, 8. Ja, sehr gut. Mit der 2 nach oben. Besser gut geliftet als schlecht geklettert.
Nein! Oioioi, dann also. Bin ich aber froh, Margarete und Nicole, dass ihr das gemacht habt, weil jetzt müsste Hugo theoretisch wieder klein werden. Nein, nein, ja, mir gefällt so besser. Klein. Mir aber gefällt er hat's doch so geschafft. Besser. Du bist jetzt ja unfair. Trotzdem, ja, trotzdem, dann haust du mich wieder oder trittst mich, was sonst irgendwas Dummes. Nein, 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 nein. Gut, dann schauen so wir jetzt mal auf die Punkte. Ja. Wow, das ja sieht ja klasse aus. Danke, ich höre dich gut. Und für 900 Punkte gibt es diesen Preis. Na? Nicole sagt grün. Nicole sagt grün. Dann versuchen wir es mal. Also hau. Oh, mit meiner Kraft habe ich hochgeworfen. Wo sind denn? Ja, 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 es ist grün. Ihr habt gewonnen. Bravo, Nicole. Und was ihr gewonnen habt, da bin ich selber neugierig. Yvette, du auch? Ich auch. Ja. Vor allen Dingen finde ich es klasse, dass es hingehauen hat. Ja, ich freue mich auch. Hier ist der Preis. Da-daum. Tada. Mit Please Take Care. Ach, bin ich wieder Polyglott heute. Ganz, ganz toll. Ich spiele mal wieder mit irgendjemand. Und mit wem spiele ich denn? Hallo. Hallo. Wer ist denn das? Ich weiß nicht. Wer bist ach, denn du? Die Elke, ja? Ach so, na sag es doch. Mach doch kein Geheimnis draus. Nein. Bist du auch so groß wie ich? Naja, aber nicht wie groß ganz bist so groß, du denn? Aber so dick, ja. So dick? Ich bin nicht dick. Also wenn du so dick bist wie ich, dann bist du schlank. Na, so dann gratuliere. Ja, ein bisschen so dick bist Bauch du schon. Ich auch. Ein bisschen voll schlank, irgendwie stattlich. Na, alles ja Muskeln und so andere Dinge, die es da noch beim Mann so gibt. Naja. Ich weiß, du angelst gerne. Ja. Im Schein oder schwarz, du Schlimme? Ja, mit Schein natürlich. Oh, brav, brav, brav. Alles andere hätte ich auch fürchterlich verurteilt. Ja. Dann brauchst du auch keine Selbstverteidigung. Du kannst dir die Feinde mit der Angelrute abwehren. Genau. Siehst du, alles klar. So, jetzt gehen wir spielen. Und zwar, wir gehen sportlich, wie wir sind, um abzunehmen aufs Skateboard. Du kennst die Tasten, die vier nach links, sechs nach rechts. Bei Zeiten und lang genug drücken, damit wir auch die Säckchen einsammeln. Ja? Ja. Versuchen wir es, Elke? Mhm. Es geht los. Viel Glück. Danke. Dir und mir. Jetzt gehen wir aufs Okay. Okay, und immer schön die Grünen einsammeln. Und ab geht's. Fieber, bist du bereit? Dann zieh mal an der Leine. Juhu! Oh, ist ja stark von hier oben. Wahnsinn. Hey! Wow, schön. Pen, 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 pen. Juhu. Bisschen rüber. Na, boah, das war so dicht an der Wolke. Ja, die Grünen musst du mitnehmen. Genau. Pass schön auf, Vorsicht. Pen, pen. Ah, da kam der Vogel fix dazwischen geflogen. Ah, Vorsicht, rüber, rüber, rüber. Muss er schön, schön drücken, Dicke. Mal kräftig drücken, ne? Klasse, rüber. Ja, genau, die nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir gleich wieder Punkte. Pen. Juhu! Haha! Ausgewicht! Gewitter! 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 Oh! War das knapp gefickt! Vorsicht! Da ist ein roter! Seid ein bisschen nach rechts! Da so rechts, 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 rechts! Ja! Oh! Links! Links! Fünf! 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 Juhu! Na, der guckt der alte Vogel aber! Schön ausgewicht! Hat er jetzt nicht gedacht! So, da jetzt weg da vom Roten! Ja, toll! Boah, das ist ja gar nicht so. Vorsicht, da ist ein roter. Achtung, weg da. Und die Fünf. Juhu. Ja, hey.